Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir gegen Jade Curtis gekämpft aus Tales of the Abyss. Und jetzt machen wir weiter mit Kämpfchen Nummer 5 und die Level, die werden immer höher von den Gegnern. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch schaffen. Was mir aufgefallen ist, oder was ich vielleicht mal versuchen sollte, ist, weiß ich nicht, zum Beispiel nochmal zu Kelch 1 zurückzukehren und zu gucken, ob Agni wieder gespawnt ist und ob ich bei dem trainieren kann. Weil dann würde ich bestimmt so 6000 Erfahrungspunkte wieder bekommen und dann dürfte das Training relativ schneller vorangehen. Da sollte ich, wenn ich mal hier nicht weiterkomme, bin ich hier richtig, ja. Mal versuchen, ob ich da irgendwie, weiß nicht, mich hochleveln kann. Wäre natürlich richtig geil, wenn ich dadurch diese ganzen Kugeln nochmal zurückbekommen könnte, ne? Aber das nehme ich mal sehr, sehr stark an, wird nicht der Fall sein. Ja, wir versuchen jetzt das nächste Gebiet und hoffen, dass wir den Boss, der hier kommt, vielleicht plätten oder vielleicht auch nicht. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Irgendwann wird der Punkt kommen, an dem die Gegner zu stark werden. Dann können wir nicht weiterkommen, dann muss ich trainieren wieder und was weiß ich. Mal schauen. So viele Parts will ich sowieso nicht aufnehmen, das sind jetzt wird innerhalb von einer halben Stunde schon zwei Parts aufgenommen, das ist doch schon mal sehr gut. Beim Level, die nicht so lange sind. Das ist ja auch was, ne? Besser als gar kein Part, also. Weiß ich nicht. War ich ja ziemlich faul in der letzten Woche. Leuchtender Fühler. Gibt dir ein Gefühl, als wärst du im Weltraum oder eine Schnecke. Vielleicht eine Weltraumschnecke. Okay. Chu, chu. Was? Okay. Aber wäre ja richtig geil, wenn man irgendwie sich diese Kugeln so beschaffen könnte, indem man immer wieder die Bosse besiegt. Also ja, man so antike Kugeln bekommt. Das wäre irgendwie voll kaputt. Aber ich verwette alles, was mir teuer und lieb ist, dass das nicht der Fall sein wird. Wenn ich hier nicht weiterkomme, sollte ich vielleicht mal zurück zum Falkenwindkamm gehen und gucken, ob ich, wie welches Level Eisen ist. Weil ich habe gehört, Eisen soll irgendwie der schwerste Boss im ganzen Spiel sein. Aber wenn man schon daran denkt, wie früh ich schon gegen den kämpfen konnte, bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Deswegen sollte ich irgendwann mal hier versuchen, den Kampf hier schon mal auszulösen, wenigstens. Um zu gucken, welches Level er hat und so. Wer weiß, vielleicht kriegen wir von dem irgendwie Sachen, die uns helfen könnten, hier voranzukommen. Und ja, ich gehe den Gegnern absichtlich aus dem Weg. Weil ich weiß, die werden mir auf die Fresse geben. Die normalen Gegner sind irgendwie sehr viel stärker als, weil ich die Bosse, habe ich so ein Gefühl. So. Ich werde, indem ich mir das Level des nächsten Gegners angeguckt habe, auf jeden Fall alles Teile einsetzen. Boah, ich hoffe, es werden nicht Jade und Sophie sein im Team, weil wenn ich gegen die kämpfen muss im Team, dann gute Nacht. Kann ich mir schon vorstellen. Oder irgendein anderer Tales of Card, der noch auftaucht. Wird vielleicht hinkommen. Wir sind noch übrig, 3 Stück, ne? Blablabla. Dann nehmen wir jetzt mal wieder an, es kommt wieder irgendein Monster, gegen das wir kämpfen müssen. Dann kommt im nächsten wieder irgendwie ein Tales of Charakter. Dann kommt wieder ein Monster und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht. Aber so viele war gar nicht übrig. Ne. Wer weiß. Werden wir ja sehen. Also sind wir eigentlich schon fast fertig mit den ganzen Spielen, ne? Danach gibt es ja eigentlich nichts mehr. Aragami, die sollte ich vielleicht auch machen. Aber die könnten wir eigentlich jetzt schon schaffen, ne? Ich werde erst mal gucken, ob ich die Bosse hier wiederholt besiegen kann.
danach guck ich mal bei den Aragami, wie weit ich da komme. Weil irgendwie muss ich ja hier über Level 100 trainieren können. Die Giganten, die bringen es nicht mehr so. Bald werden die es nicht mehr bringen. Außer es kommen irgendwann noch mal stärkere. Schäbiger Dolch. Warte mal, jetzt habe ich schon zwei von denen, ne? Ja, okay. Was? Alter, hast du viele Effekte. Okay. Ich nehme an, die Effekte sind gut, aber die Werte sind kacke. Ja, bringt einen dann ja nichts. Ich werde dann auf jeden Fall googeln. Soll mir mal eine Notiz machen oder so, damit ich ja nicht vergesse. Ich werde es vergessen. Und ja. Wer oder was kommt jetzt? Nix. Doch. Was haben wir hier? Sieht schon wieder aus nach Tod und Zerstörung. Quetzalcoatl, okay. Du bist nur Level 149 und du hast eine Schwäche gegen Erde. Hallo, na? Ich will doch kein Allesteiler hier notwendig sein, wenn ich Glück habe. Können wir vielleicht die Beschreibung angucken. Angriffskraft sehr hoch. Ein drachenartiger Alien mit leuchtenden Flügeln. Wir haben einen Drachen bereits bezogen, aber man sollte bei jedem einzelnen mit höchst Vorsicht vorgehen. Es ist leicht, sich von seiner Größe überwältigen zu lassen, aber denkt dran, wir haben solche Kreaturen bereits besiegt. Geh vorsichtig vor, ich weiß, dass wir das schaffen. Alter, bekomme ich viel Schaden. Und ja, super. Und sagen, was er wollt, aber ja. Ach, jetzt tust du wechseln. Halt auf, eure Dinge zu verballern. Ja, seid Dingens. Ja, weil nicht müde, verlangsamt. Ihr könnt euch nicht heilen. Ist das Problem. Der ist überhaupt nicht gestunt von unseren Angriffen. Oh ne. Oh, ich hasse diese Müdigkeit. Ja. Mit Eisteiler übrigens, ne? Und sich mal von unseren Angriffen hier beeindrucken lassen. Oh, das kenne ich irgendwo ja. Diesen Angriff. Irgendein anderer Boss hat das auch mal und hat mich damit immer genervt. Aber der Kampf kann ein bisschen dauern. Hört ihr mal auf, euch die ganze Zeit auf die Fresse geben zu lassen. Wind. Obwohl, Wind ist eigentlich gut. Ja, das kann dauern. Geh mal auf mich los, verdammt. Oh, er lässt sich mal stunnen. Die ganze Menüarbeit hier. Oh, der Kampf ist nervig, weil man ich nichts machen kann, ja. So. Das lässt er sich stunnen. Was war hier? Ich kann die Dinger kaufen, also. Was?
Es bringt nichts gegen ihn. Was zum Teufel? Was hat er für eine Verarschung? Meine Sanduhr hat nichts gegen gebracht. Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. In irgendeinem Tales of Spiel. Eine Sanduhr nichts bringt. Was ist denn das für eine Verarschung? Oh. Also, wer hat Verlangsamung bitteschön erfunden? Ganz ehrlich. Dass ich mich nicht heilen kann. Wenn mein Charakter irgendeine Staatserkrankung haben, das ist doch kacke. Dafür gibt es doch irgendwie so Zustände wie Verbrennung und was weiß ich. Verstehe nicht, warum ich jetzt gegen jeden Dingens hier nicht heilen kann. Kannst du es wagen? Ich bin am Abwehr, verdammt. Hey. So betäubt oder so? Ich sehe es nicht. Dein Kopf ist so weit oben. Selbst wenn du betäubt wärst, würde ich das nicht sehen. Das ist ein Problem. Weil ich kriegen wir hier, das sage ich aber jetzt schon. Sag ich euch schon mal voraus. Ah, wäre ruhig ab, kein Problem. Nein. Ich im letzten verdammten Moment noch. Ja. Gib mir eine schöne Kugel. Und dann. Oh, jetzt haben wir noch voll viel. Dann haben wir dich kaputt. Wenn wir einen Eimer haben, dann haben wir ihn. Wenn es sehr heftig ist. Guck mal auf, die ganze Zeit Stand zu bekommen. Aufwärmen, ja. Ah, das haben wir. Aber kein Problem, verdammt. Bis Level 150 oder so leveln. Ja, wer hat denn so viel Zeit hier, sich so hoch zu leveln? Was ist das? Schon sagen. Die im letzten Moment noch verreckt. 131.000 Gold. Wie viel Geld bekomme ich? Erfahrungspunkte 7.000. Und HP 5.000. Sehr gut. So viel HP. I approve of this. Soll ich den nächsten Boss dann auch schon nehmen? Dieser Session hier noch gucken. Ob ich den schaffe? Oh Gott. So, noch ein Boss geschafft. Jetzt haben wir noch ein, zwei vor uns. Oh Gott. Das mit nur Level 120 bis jetzt. Wir spielen doch auf schwer, oder? Ja, gut. Welches Level war der jetzt? 149, ne? Sehe schon mal, als nächstes kommt. Jetzt kommt jetzt wieder irgendwie einer. Gleich schnell wie. Was? Ja, ich werde noch ein bisschen trainieren. Also ich kann die Aufnahmesession hier schon wieder beenden. Boah. Oh, es ist schon wieder passiert. Okay. Noch wer? Nein, okay. Dann, wie viel Geld habe ich jetzt? Viel. Dann werde ich erstmal, wenn ich hier diese Aufnahme beende, gucken, ob ich
diese Bosskämpfe erneut machen kann. Welches Level war Agni? Der war Level 120, das ist doch perfekt eigentlich. Diese Giganten, gegen die ich kämpfen kann, vor allem ich kann den Schwierigkeitsgrad dann nochmal hochstellen, dann geht er nochmal ein bisschen höher. Wo sind diese Viecher? Wo sind diese Viecher nochmal? Sag ich hier sein irgendwo. Glaube ich. Komm schon. Ist eigentlich hier hochgelevelt sein irgendwo. Okay. Ja, Mimik gegangen. Level 97. Ich bekämpfe die mittlerweile nur noch auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Und die tun mir nicht mehr so viel Erfahrungspunkte hinterlassen, so 1000 oder so. Also wäre es gut, wenn ich Agni hier hin und wieder kaputt hauen kann. Ich guck mal nach dieser Folge hier, ob das möglich ist. Und dann werdet ihr mich hoffentlich mit Level 100, was weiß ich, irgendwann wiedersehen. Und in diesem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Die Kamera. Gut. Ciao.